Dann werden wir... Okay, erreiche ein wöchentliches Einkommen von 10.000. Moneymaker Bronze. Sehr schön. Das haben wir auch erledigt. Wo ist der letzte Kontakt? Mir fehlt immer noch einer. Ich hätte gern jemanden für das Burger Bistro. So, 7.000 haben wir am Start. Miete ein kleines Bürogebäude. Das ist verkehrt. Da bin ich hin. Büros. Hätten wir hier drüben eins. So. Für 68 am Tag. Marktwert 9,4 Millionen. Zustand durchschnittlich. Wie ist das? Okay, Zustand durchschnittlich. Kostet das auch 68? 69? Ja. Okay, wie viel kostest du? Durchschnittlich 64. 68. Warum ist das teurer als das andere? Grundfläche 285. 285. Falsche Taste gedrückt. 285. 41. 45. Ach, wegen dem Verkehrswert. 47. Alter, ich könnte sogar hier was mieten. 74. Verkehrswert 32. Okay, warum ist das schlecht? Also teurer, obwohl es schlechter ist? Hier 13. Kundenkapazität 4. 10. 10. Ich würde sagen, wir mieten uns das hier. Ist auch gleich wieder um die Ecke. Dann, ja, komm, machen wir Garment District. So, eröffne einen Hauptsitz in deinem neuen Bürogebäude. Ich werde mal mein Auto nehmen. Irgendwie gehe ich davon aus, dass wir da uns noch ein bisschen was kaufen müssen. Also sprich, ein Büro. Büroausstattung. War das kostenlos? Ich glaube ja, ne? Ach du heilige Scheiße. Eröffne einen Hauptsitz mit deinem in deinem neuen Bürogebäude. Wie mache ich das? Wo ist denn Hilfe? Unternehmensarten Hauptsitz. Also, wir brauchen eine Computerarbeitsplatzeinrichtung. Mr. Scott's Office Supplies. Ziel festlegen. Wird das angezeigt? Wird angezeigt. Ich würde halt gerne sehen, ob die Dinger offen sind. Also ich meine, jetzt mit den Spritpreisen ist es okay. Das hat offen. Da gab es, glaube ich, auch die Lagerabteile. Wenn nicht, muss ich da jetzt mal ein bisschen was machen. Das hier war eine Bank. Achso, Bank zum Sitzen. Alter. Sorry, ich habe gerade keine Zeit. Alter, was ist denn hier los? Schöner Park. Oh, ich glaube, hier wird die Stadt auch irgendwann nochmal erweitert. Eine Bank. Eine sehr große Bank. Und hier müsste Mr. Scott's Office Supplies sein. Ja, da. Geh mal fest von aus, parken ist hier nicht umsonst. Nee. Oh, es hat offen. Hervorragend. Schließt in 3 Stunden. So, ich soll irgendeine Computer-Arbeitsplatz-Einrichtung kaufen. 2, 2. Warte mal, ich brauche mal eine Sackkarre. Und zwar sowas bräuchte ich wahrscheinlich, ne? Also ein Eckschreibtisch. Reicht nicht auch ein normaler Schreibtisch erstmal? Warte mal, ich kaufe mal einen normalen Schreibtisch. Ich hoffe, dass das ausreicht.
Ach du Scheiße. Leute, ey, ich will einen ganz normalen Scheißstuhl haben. Bürostuhl und hier irgend so ein Computer. So. Ich hoffe, dass das ausreicht. War jetzt auch schon wieder nicht billig. Alter, hey! So, dankeschön. Ich hoffe, ich habe das Richtige geholt. So, dann fahren wir nach Hause. Mal gucken, ob ich das so grob hinbekomme. Kann leider nicht mehr weiter raus. Oh mein Gott. Okay, hier ist der Park. Vielleicht ziehen wir irgendwann hier hin. Die Gegend ist ja sehr schön, ne? Na komm. Oh, schieb dein Auto darüber. Junge. War das schon die Straße hier? Ich glaube ja, ne? Jetzt straight ahead und dann müssten wir eigentlich zu Hause sein. Ich werde es aber gleich an dem Ladengeschäft hier auf der Ecke sehen. Oh, ich bin schon zu Hause. Ach du heilige Scheiße, das ging ja schnell. So, rechts abbiegen ist in Amerika immer erlaubt. Außer es steht ein Schild da, dass es verboten ist. Also an Ampeln. Auch wenn sie rot sind. Von daher mache ich nicht mal was Illegales. So, Büro, Schreibtisch. Plotzieren. Keine Ahnung. Kommst du einfach mal hier hin. Bürostuhl. Der muss wahrscheinlich wieder exakt irgendwie an eine Position passen, ne? Ah ja, natürlich. Ich glaube, das müsste aber richtig sein. So, ohne Computer. Plotzieren. So, warum geht das? Warum ist denn der scheiß Stuhl schon wieder nicht richtig? Alter, er muss... What? Okay. So, und wie eröffne ich jetzt einen Hauptsitz? Fünf Tage, Woche, Mittel. Ach, das ist ja auch Teilzeit. Ich will keine Teilzeit. Oh, ich will Vollzeit haben. Ich meine, ich könnte die aufteilen, ne? Dass der eine quasi die ersten drei Tage macht und der andere die anderen drei. Komm, das können wir mal machen. So, my business. Geschenkeladen ist Quatsch. Hier, Zeitplan. So, nicht alle Tage. Ah, wie kann ich denn jetzt die Tage durchgehen? Also, montags ist zu. Das heißt, du brauchst auch nicht kommen. Dienstags arbeitet Luis Fischer. Wer war denn der von euch mit 5-Tage-Woche hier? Achso, das ist ja natürlich Quatsch. So, Merritt Davis. Mittwoch, Merritt Day. Merritt Davis? Ich hab sie, glaube ich, hier an dem falschen Dings gesetzt, ne? Ja. Mittwoch, Donnerstag. Och, Mann. Auch 8 Stunden. Merritt Davis. Ist sie damit noch zufrieden? Ich hoffe, ja. So, Freitag. Kommt dann Luis Fischer.
Samstag kommt Louis Fischer. Er ist übrigens Levin, nicht Louis. Und am Sonntag kommt bitte Levin Fischer. So, 24 Stunden. Ich weiß nicht, ob das Teilzeit ist. Ich glaube aber schon. Ja, Zufriedenheit werden wir uns angucken. Brandon Collins ist noch nicht ganz zufrieden. Die Zufriedenheit hängt direkt von den erfüllten Anforderungen ab. Vollzeit ja, Clean Work Environment auch ein Ja. Ist aber ein Häkchen dran. So, ihr kriegt aber erstmal hier auch die Burger Store Ausrüstung. Okay, sind überall Häkchen dran. Alles gut. Dann sollte das Business eigentlich gut laufen. Ja. So, das ist geschlossen, das ist geöffnet. Durchschnittliches Tageseinkommen 2 Dollar? So, ein neues Unternehmen gründen. Einen Hauptsitz sollte ich, glaube ich, machen, ne? Humbles HQ New York. Humbles New York Headquarter. So, Unternehmen gründen. Ich glaube, ich habe es geschafft. Congratulations on your new headquarters. This is where the top employees of your organization will be seated. But first, we have to start hiring. We need a purchasing agent to help us secure some import contracts. Okay, ich habe zufälligerweise schon das alles fertig. Das ist super. Dann müssen wir noch mal gucken, ob wir... Hat das Ding offen? Nee, das hat zu. Gut, dann können wir erstmal nach Hause fahren und uns morgen dann um das Recruiting von dem, wie hieß der, Einkäufer kümmern. Mann, ich komme immer von der verkehrten Seite, ne? Oh, es gibt sogar ein spezielles Gebäude dafür, okay. Gut, aber da werde ich jetzt nicht reingehen. Warte mal. Wir können gleich mal die Burger mitnehmen. Oh, ist sogar noch ein bisschen was übrig. Ich mag es, wenn... Ja, ich weiß, Geschäfte mit Musik. Ich weiß aber nicht, wie Musik geht. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. So, 2 Stunden mal ein bisschen zocken. Zufriedenheit sehr hoch. Das ist sehr gut. Wollte ich hier was umbauen? Ich glaube nicht, ne? Sauber gemacht haben wir alles. Dann nehmen wir uns nochmal die Börse. Wieder falsches Gebäude. Ja, geht voran. Gib mal, Getränke müssen wir unbedingt machen. Ja, ich weiß auch, die Wände sind hässlich. So, Getränkedosen. Oh, passt perfekt. Ach nee, jetzt sind sogar 15. Nee, passt nicht perfekt. Schade. Gut, das haben wir auch. Also, morgen dann in die City Workforce Incorporation. Können noch mal kurz sauber machen. Ey, was machst du hier hinten? Verfatz dich. Okay, ich brauche unbedingt Stühle und Tische. Stimmt, ich wollte zu Ikea. Oh, ich habe so viel zu tun gerade. Wir fahren morgen erstmal zu Ikea. Ich brauche eigentlich auch einen zweiten hiervon. Und ich wollte das eigentlich generell umbauen. Das heißt, wir brauchen auch nochmal 2 Theken irgendwann. Oh, es ist so viel gerade. Okay, also morgen das allererste. Wir kaufen Tische und Stühle. Also ein Tisch und 4 Stühle. Wie sieht denn das bei den anderen aus? Warte mal. Weinspirituosen. Hatte der Tisch noch? Nee. Wohnen. Kleidung. Wohnen.
Schnellrestaurant. Das hier ist ein bisschen größer. Ich glaube, hier konnte man auch gut sitzen, oder? The Green Salad. Nein. Verkaufst du Salat? Okay. Er hat aber auch nichts zum Sitzen. Warte mal, hier gab es doch Kaffee. Hier. Okay, also so ein großer Tisch mit vier Stühlen, das geht klar. Croissant, Cupcake, Getränkedose und Becher Kaffee. Ne, wir verkaufen hier weiter unsere Burger einfach. Quick One Stop. Gut, also ein Tisch, vier Stühle sollte drin sein. Wir haben es gleich 22 Uhr. Ich weiß nicht, ob hier noch so viele Kunden heute kommen. Ist aber noch 100%. Ja. Wer bist du? Naja, du bist schon irgendjemand. Machst du auch gleich Schluss, ne? Um 10? Ja. Oh, voll vors Auto gelatscht. Okay, dann gehen wir schlafen. Bis, ja, bis 8 Uhr ist okay. Und Einnahmen minus 423. Ja, das sind halt die Sonntage, ne? Die machen halt nicht viel Geld. Oh, das ist natürlich bitter. 1200 haben wir nur. Ich glaube, davon werden wir uns wenig bis keinen Tisch mit Stühlen leisten können. Ja, mal gucken. Was sowas kostet? Ja, City Workforce machen wir irgendwann später. Ich muss erstmal mit meinem Geschäft das Ding dazu, oder? Macht in 2 Stunden auf, okay. Können wir irgendwo... Alter, das Auto ist geil. Irgendwo was frühstücken? Lagerhaus. Auch geil. Kann man mieten. Okay. Schnellrestaurant. Ja, The Green Salad. Ich hätte... Oh, das sieht natürlich sehr geil aus. Einen Kaffee hätte ich eigentlich gerne nur. Aber ich habe keinen Kaffee. Oh, Pommes. Die bieten aber viel an. Krass. Ja, Pommes könnte man vielleicht in den Burgerladen auch noch machen. Was hat Cabos Kebab? Der Döner oder was? Nee, der hat auch genau das gleiche. Ist halt einfach nur eine große Kette. So, was haben wir hier? Wohnen. Ist aber alles leider belegt. Gut, aber Ikea hat offen. In Privatbesitz. Gut. Ich will erstmal nur gucken. Also, na klar, das hier könnten wir kaufen, ne? Ikea-Type. Nee, ich kann hier nur sitzen. Schreibtisch will ich nicht. Hier, sowas bräuchte ich. Oh, okay, das könnte ich mir sogar leisten. Warte mal, dann schnappen wir uns doch mal hier so einen Wagen. Dann ist halt nur die Frage, was ich mir davon... Jetzt habe ich eine Stehlampe. Wo war sie? Couchtisch, cool. Welchen nehmen wir uns? Nehmen wir den hier? Das finde ich eigentlich gar nicht... verkehrt. Und 1, 2, 3, 4 Stühle. Preiswerte Kaffeemaschine. Nee, will ich nicht. Ach, hier hätte ich nochmal so eine Karte. Okay, nee, dann zahlen wir. Raus hier. Mal
Mal gucken, ob die Leute dann ein bisschen glücklicher wieder sind. So, alle drin da in den Hobel. Kart stellen wir hier wieder hin. Ich weiß, man muss das, glaube ich, nicht machen, aber ja. Wir können ja mal ganz kurz schauen. Raus, rein. Ja, okay, Kart ist dann wieder weg. Also ich kann den wahrscheinlich überall hinstellen. Das ist nicht unbedingt daran gebunden, dass er da in der Nähe steht. Den räumt halt irgendein Angestellter wieder weg. Gut, dann geht es mit einer neuen Einkäufe. Einmal in Richtung Burgerladen, der heute sowieso auch zu hat. Also von daher ist es gar nicht so verkehrt, wenn ich heute hier ein bisschen umbaue. Warte mal, ich hole mir mal die Sackkarre. Da muss ich hier jetzt fünfmal latschen. So, Stuhl, 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 Tisch. Nein, ich kann nur vier Sachen mitnehmen. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, das ist natürlich jetzt ungünstig. Ich hätte vielleicht erst den Stuhl noch mitnehmen sollen. Weil dann können wir uns den Rest daran ausrichten. So. Also ich würde ihn gerne... Jetzt habe ich jetzt genau die Sackkarre im Weg. Also, warte mal, wir müssen das hier umbauen. Das kommt dahin. Das kommt nicht dahin eigentlich. Aber ich muss es jetzt erstmal da hinsetzen. Ich würde die Kasse gerne hier machen. Hier vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas anderes machen. Hier noch einen freien Slot. Das heißt, wir könnten... Warte mal, und das kommt dann definitiv hier hin. Genau, hinter die Kasse. Das heißt, wir könnten hier... Ganz entspannt. Ich schwöre, wenn das jetzt wieder nicht funktioniert. Also er wird zumindest angezeigt, ne? Boah, ich bin gespannt. Nein. Hätte ich gerne. Hm. Okay, es müsste eigentlich gehen. Gucken wir uns mal am nächsten... Obwohl, warte mal, können wir nicht einfach jetzt sagen? Ich... Haben wir noch ein paar Burger? Wir haben noch ein paar Burger. Haben wir Hunger? Nee. Wir machen mal ganz kurz den Laden auf. Und zwar einfach nur für... wer ist löschen? Einfach nur für... 3 Stunden. Wie spät haben wir es jetzt? 15 Uhr. 4 Stunden. Wir machen mal 4 p.m. till 8 p.m. Und testen das mal. So. Kurz mal vorspulen. Und der Laden müsste offen haben. So. Und jetzt esst ihr an eurem Tisch, richtig? Ja, wie geil. Oh yeah. Okay, das geht schon mal. Okay, die nehmen auch ihren Müll wieder mit.
Ah, okay, ich brauche einen Mülleimer. Mann, Alter, an was man hier alles denken muss. Wahnsinn. Ich muss mir das jetzt mal unbedingt alles aufschreiben. Also, ich brauche zweimal Lager. Ich brauche einmal Mülleimer. Ich brauche einmal... Wie heißt denn das hier? Ja, hier Burger-Maschine. Burger-Fritteuse, keine Ahnung. Eine Burger-Fritteuse brauche ich und ich brauche noch zweimal Theke. Und ich hätte gern die Pommes-Maschine eigentlich auch noch. Einmal Pommes. Wobei ich befürchte, das wird hier nicht klappen. Ach so, und... Wand plus Boden im Burgershop. So. Weiß gar nicht, was das alles shoppen soll. Gut, okay. Das können wir durchlaufen lassen. Wir sind immer noch voll gesättigt. Super. Also, das sollte zumindest die allgemeine Zufriedenheit nochmal ein bisschen steigern. So, 100%. Obwohl der Balken nicht voll ist. Ist egal. Ah, 25 Burger verkauft. Ich glaube, ein paar Getränke sind auch noch mit dabei gewesen. Ja, komm, die drei Getränkedosen kriegen wir jetzt noch weg. Die Kiste Burger sollte auch weggehen. Ja, geht auch weg. Und die preiswerten Geschenke kriegen wir auch weg. Alter, Burger habe ich immer noch. Nein, ich habe einen einzigen Burger noch. Kann das sein? Ne, drei. Okay. So, preiswerte Geschenke. Das geht aber alles noch. Also hier muss ich theoretisch zumindest nicht nachkaufen. Erstmal noch nicht. Ich muss hier unbedingt sauber machen, Alter. Das ist so dreckig jedes Mal. So, 94%. Ich sehe nicht, wo noch Dreck liegt. Da war Dreck. Also ich habe nun wirklich gleich alles sauber gemacht. Hier noch? Ich weiß nicht, wo die letzten 2% sind. Keine Ahnung. Gut, wir gehen schlafen. Und schlafen bis um Lillys Gifts. Das Geschäft ist schmutzig und muss gereinigt werden. Das ist ja Quatsch. Schlafen bis zum nächsten Morgen um 8. Alter, 2500. Sehr nice. Wir pfeifen uns frische Lebensmittel rein. Oh, ich bin wieder gut drauf. Warum? Persönliches Ziel erreicht. Ah ja, okay. Hauptsitz eröffnet, auch nochmal plus 50 und positiver Umsatz. Alles klar. Lillys Gift ist schmutzig. Amigo, ich weiß nicht, wo die letzten Prozent sind. Ich kann doch nicht hier alles durchwischen. Jetzt bin ich bei 100%. Oh Gott. Und das Ding ist weg. Ah, ein Glück. Danke. So, wir haben 3,6. Dann schnappen wir uns mal unser Auto und fahren zur nächsten Ecke. Ah, ich brauche unbedingt Burger und so weiter. Aber wir kaufen uns erst, würde ich sagen, die... Na, ah, jetzt kommt noch Gegenverkehr, scheiße. Ich würde sagen, wir kaufen uns erst den Burger-Brutzler. Mann, jetzt kommt noch ein Auto. Warte
War das hier? Ich glaube ja, ne? Oh mein Gott, das war knapp. I'll stay. Stay. Das war hier richtig, ne? Ja. Sehr schön. Alter, 1-6. Wie viel habe ich? 3-6. Oh. Okay, warte mal. Also, ich muss abhaken. 2 Theken. Ein Industriegrill. Dann bin ich bei 2,6 und habe noch knapp 1000. Gibt es hier einen Mülleimer? Den würde ich auch noch mitnehmen. Hier für 30, komm. Also, Mülleimer weg. Burgerfritteuse weg. Theken weg. Pommes machen wir später. Die kosten... Alter! 4,4. Alles klar. No way. No way. So, ja komm. Ich stell's euch zumindest mal in den Laden. So, dann fahren wir weiter und kaufen Burger. Und Getränke. Ich frag mich tatsächlich immer noch, ob das wirklich billiger ist, das in dem Großmarkt zu kaufen, als hier drüben in dem Laden. Kann ich nicht einfach mal kurz einparken? Ah, ruhig. Da will ich auch hin. Getränkedosen. 50 für 16 Stück. 15 Dollar kosten mich hier die Getränke. Und 83 die Burger. Achso, meine Hände. Scheiße. Ich kann ja hier nur eine 4 aufmachen. Okay. Ich habe auch gar keinen Platz mehr im Auto. No, ich habe jetzt schon keinen Platz mehr im Auto. Shit. Boah, ich hoffe, das bleibt da stehen. Oh, ich bin echt gespannt, ob das stehen bleibt oder despawnt. So, warte mal, ich muss mal ganz schnell. Ich nehme einfach mal nur eine Theke jetzt mit. Und schmeiße sie einfach nur in den Laden und dann gucke ich mal, ob der Burger hinten noch steht. Hallo, mein Freund. Ja, keine Ahnung. Hauptsache, es ist hinten alles weiß. Ja, gut aus. Nein, du sollst nicht an den Lagerraum. Ah! Yeah. Ich sehe übrigens nicht, wenn da ein Auto. Genau, wenn da ein Auto steht. Man kann leider die Kamera nicht drehen. Oh, bitte lass den. Ja, er steht noch da, sehr gut. So, Rind hier. Karre kommt wieder weg. Also Karren. Thank you. Und wir düsen wieder zurück. Ah! In unsere Läden. So, Getränkedosen gehen bald zur Neige, aber da sind wir gerade auf dem Weg. Da müssen wir vielleicht auch nochmal irgendwann einen zweiten holen. Ja.
Ja, genau. Getränke. Wo ist denn hier? Ja, entschuldigt bitte. So, da sind wir wieder voll mit Getränkedosen. Ach, ich hätte die Karre mitnehmen müssen. So, nächste Theke. Platzieren. Dort. Dann gibt's den Industriegrill. Platzieren dort. Dann gibt es die nächsten Burger. Entschuldigung. Die kommen einmal da rein. Und ich glaube, dann haben wir nur noch den Mülleimer. Der kommt. Würde ich sagen, hier vorne hin. So. Dann müsste es eigentlich jetzt laufen. Aha. Aha. So, warte mal. Ich werde mal noch ganz kurz hier die eine 3-Burger-Kiste rausholen. Hier noch mit Ruffi schmissen. Dann ist sie auch alle. Also, weg, nicht alle. Was haben wir noch? 9 Getränkedosen. Ja gut, die können wir erstmal behalten. Also, wir haben noch $700, aber die Liste ist tatsächlich schon fast wieder abgehakt. Die 2 Lagereinheiten brauche ich noch. Wand und Boden müssen wir noch ändern. Ja, das wird teuer. Teuer und dauern. Und die Pommels. Die werden auch nochmal richtig intensiv vom Geld her.